Manch, manch. Das ist einfach Rinderhack. Das ist pures Rinderfleisch. Und daraus machst du jetzt die berühmten kanadischen Hamburgers. Ganz genau. Ihr seid ja eine große Familie mit 6 Kindern. Da wird doch sicher auch Süßes gern gegessen. Die Kinder mögen Süßes. Richtig. Vanillepudding. Ja. Auch eine rote Grütze. Ja. Also, ich mache eine rote Grütze. Und zwar eine auf die ganz schnelle. Eine ganz, ganz, ganz einfache. Das geht ganz schnell. Das wird dir sicher sehr gefallen. Denn wenn man so viel für so viele Kinder kochen muss. Ja. Guck mal. Ich mache also hier hinten den Topf. Mache das an. Und ich nehme da tiefgefrorene Beerenmischung. Mhm. Früher hat man das ja alles mühsamst gemacht. Das ist wirklich, ich bin nicht so jemand, der zum Beispiel tiefgefrorene Fertigsachen, nicht so meine Sache. Aber es gibt Dinge, wo das tiefgefrorene wirklich ganz, ganz aber heißt es nicht immer, ich nehme oft tiefgefroren, einfach weil es heißt, die kommen aus dem Feld, ja, sind schockgefroren, ja, da sind die Vitamine drin, ja, im Gegensatz zum Laden, wo die da 3-4 Tage rum sind. Ja, und dann zum Beispiel bei Himbeeren hast du nur ausgewählte, und im Laden unten sind die schon ganz matschig, ja, kennst es ja. So, ich muss hier ein bisschen rühren. Und die werden jetzt aufgetaut. Ne? Mhm. Das lassen wir jetzt schön tauen. Und du kannst jetzt deine Hamburger machen? Wichtig ist bei den Hamburgers, weißt du, in Deutschland ist die Boulette-Kultur, ja, oder Frikadelle. Da kommt ja Zwiebel rein. Und da macht man immer gemischt, halbe Hack und halbe Brot oder, ja, ja, und auch Brot noch und Rotwein und Liebschokolade, ich weiß nicht was. Ja. Das schmeckt auch sehr gut, ja, das ist keine Frage. Aber Hamburgers, das ist reines Rindfleisch. Und deswegen tut ihr ja dann nachher beim Essen verschiedene Sachen drauf. Bei uns isst man ja also so die klassische Boulette so mit nur ein bisschen Senf. Ja, ganz genau. Ja. Nee, aber hier kommt. Was hast du da reingetan? Das ist nur einfach ein Steak-Gewürz. Da ist natürlich, da sind Kräuter schon Kräuter, genau, und Salz ist da schon drin und so weiter. Ja. Ganz genau. Und ich versuche da so 80 Gramm Patties auf das nennst du Patties? Das sind so Hamburger-Patties. Ja. Woher kommt Hamburger? Sind die aus Hamburg? Ich habe keine Ahnung. Das die Frankfurter ist so komisch. Sind aus Frankfurt, also bei uns. Ja, aber die Berliner sind auch nicht aus Berlin und so. Also ich meine nicht die Bevölkerung, sondern diese Berliner, die man isst. Ja, ja. Aber ja, Hamburger kommt von Ham. Bei mir hat jemand mal gesagt, es gibt auch Horseburgers, ja, aus Pferdefleisch. Okay. Ja, die sind süßlich. Das war vielleicht ein Witz mehr. Sag mal, du musst ja, kochst du jeden Tag für die ganze Mannschaft? Ja, also es gibt Frühstück morgens um 6:30 und dann sitzen wir alle zusammen um 6:30. Alle gemeinsam? Familie, ganze Familie. Das ist wichtig wahrscheinlich für so eine Familie, die immer auseinanderdriftet. Ich finde es ganz wichtig. Es ist einfach die Zeit, wo man wirklich hören kann, morgen, was hast du heute in der Schule vor? Was liegt an? Wie kann man dir helfen? In welchem Alter sind die? 13 runter bis ein Jahr. Wahnsinnig. Das ist viel los. Und 6 Jungs. 6 Jungs. Ich kann keine Mädchen machen. Du kannst. Du musst mir verraten. Sag mal, du machst jetzt so viele hier. Ja. Hat das einen Grund? Ja, du hast doch meine Jungs eingeladen. Ja, ja. Hast du mitgemacht? Ja, 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 sicher. Gut, gut, gut. Also die dürfen dann nachher zum Hamburgeressen kommen. Dann, genau, sehen wir auch gleich, wie die sich das so zusammenrichten. Ne? Da, genau, kommt ja allerhand drauf. Wir werden ja auch gleich einen probieren. Da wirst du mir auch sagen, wie ihr, was du da dann alles dazu tust. Ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Denn wenn man die allein essen würde, wären die vielleicht ein bisschen langweilig. Das kann, weißt, gut sein. Ich habe vor vielen Jahren ein Lied geschrieben für diese Sendung Der grüne Punkt. Ja. Das ist so eine Kindersendung, ja, und da lernen die, also jede Sendung hat eine Botschaft für die Kinder. Und ich habe ein Lied geschrieben, das hieß Kartoffelbrei, und da ging es darum, Kartoffelbrei ist schön zum Essen mit Messer und Gabel, aber am schönsten ist mit den Fingern. Ja. Und plötzlich fiel mir auf, dass ich das mit meiner eigenen Familie, Entschuldigung, ja, ja, dass ich das überhaupt nicht, ja, mache mit der eigenen Familie. Und dann habe ich gesagt, ich müsste einen Tag einrichten, wo sie richtig, ja, wo die gestalten können, wie sie wollen. Der eine tut, was weiß ich, mit Schokoladensoße auf seinen Hamburger. Nee, so weit geht es nicht. Aber wo sie einfach sagen können, das kreativ ist unser Tag. Genau, da können wir machen, wie wir wollen. Habt ihr bestimmte Tage für bestimmte Gerichte oder was? Ja, aber das mache ich einfach, weil ich nicht jeden Tag mir selber fragen will, was will ich machen. Ich mache Montag, mache ich Eier, Bratkartoffeln, Spinat. Dienstag ist Vegetables, also nur Gemüse. Nur Gemüse, also Fenchel und Karotten und Blumenkohl mit Hollandaise und so. Mittwoch ist Pasta-Tag. Mhm. Donnerstag ist Schweinetag, das heißt also Bratwurst oder Kassel oder irgendwas mit Sauerkraut. Freitag ist Fischtag und Samstag ist Hamburger-Tag. Das ist und eben Sonntag? Sonntag ist Hähnchen, Rotkohl, Knödel und heiße Himbeeren mit Vanille, mit Vanillesoße. Aber nur heiße Himbeeren. Jetzt mache ich dir mal eine richtige rote Grütze. Guck mal. Die fangen schon an zu tauen. Es geht relativ schnell.
noch ein bisschen warten. So, jetzt müsste ich aber langsam anfangen zu braten. Machst du die in Öl, ne? Ja, also ich mache Öl, aber ich habe herausgefunden, dass die Kinder das auch gerne haben, wenn ich ein bisschen Kräuterbutter reintue. Das, so ungewürzt sind sie natürlich nicht. Nicht. So, die Pfanne ist, du müsste doch, wir machen sie ein bisschen größer. Wir hatten sie jetzt schon an. Mhm. Und das mit dem Rindfleisch ist so eine Sache natürlich. Ja, ich habe eine Metzgerei in Endenich in Bonn, wo ich wohne. Das ist der berühmte Metzger deines Vertrauens. So ist es. Und du gehst davon aus, dass du dich verlassen kannst, dass die wirklich, dass die sich erkundigen, wo sie ihr Rindfleisch herbeziehen. So ist die. Das tun ja auch. Die haben ja die Metzgerei Schmitz. Die haben gesagt, wir kaufen nur ganze Tiere oder halbe Tiere. Und dadurch, wenn du Teilfleisch kaufst, hast du keine Ahnung, woher kommt das. Keine Kontrolle. Und so. Ich glaube, du hast hier ein bisschen mehr. Ja. Es ist nur ein bisschen Geschmack. So, ja, ja, na ja, klar, klar. Ich dachte, du würdest das noch brauchen. So. Und eigentlich sage ich so 30 Sekunden auf jede Seite ziemlich stark anbraten. Ja, ich mache es ruhig ein bisschen höher. Ja. Es ist auch schön, wenn die Kinder mitmanschen. Also die machen ihre eigenen Hamburgers. Ja. Dann sehen kochen die mit? Sind die in der Küche? Ja, ja. Also bist mit du nicht nervös? Nein, ich bin nicht wie du. Bei mir geht es wirklich oft also so viel Salz und sowas. Ja. Bei mir ist es. Das kann man auch bei Kindern gar nicht. Ich glaube, die wollen jeden Tag dasselbe. Und die wollen auch ganz bestimmte Sachen, die sie kennen. Hast du schon mal probiert, denen irgendwas. Ja, ja. Außergewöhnlich. Immer wieder mal. Und mal klappt es. Meistens klappt es nicht. Man macht sich unglaublich viel Mühe. Ja. Und dann sagt einer, wonach schmeckt das? Ja. Nicht. Und je mehr Gourmet, desto weniger mögen sie es wahrscheinlich. So ist, ne? Okay. Halt, das lasse ich dir. Ich weiß das von Freunden, die auch sagen, die Kinder wollen Spaghetti, die Kinder wollen Hamburger, die Kinder wollen Fischstäbchen. Das, was sie kennen. Aber dadurch, dass ich einen Tag habe, wo ich sage, das ist Fischtag, dann kannst du schon mal Lachs und du kannst mal. Ah, das geht schon. Ja, 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 das kannst du schon. Machst du. So. Und dann nach dem Frühstück gehen die in die Schule oder bringst du sie oder so die Kleinen? Bring einen Großteil in die Schule, das ist auch schön. Also das geht auch ein bisschen gestaffelt. Dann habe ich so eine Zeit, wo ich mit einem reden kann. Ja, wenn du den fährst. Ja, oder ich laufe dann zum Bus mit dem einen, dann komme ich zurück, hole dann die anderen zwei, laufe mit denen und kann dann immer wieder sagen, was hast du heute, Latein und hast du das gemacht und so. Mittags sind sie alle zum Mittagessen da. Die Schwiegermutter gibt immer ein Mittagessen für alle? Immer. Und die Schwiegermutter ist meistens da, das heißt, wir sind 9 Leute am Tisch. Ah, ja, natürlich. Und da geht's auch, was war in der Schule los und was habt ihr gemacht und hast du dich gestritten und so. Und wir versuchen auch immer wieder mal so Themen zu machen im Monat. Das heißt, neulich hatten wir Mut. Was ist Mut? Mut geht, also ich habe auch gesagt, Mut ist mal was ausprobieren, was essen, was ausprobieren. Ja, so eine Auster mal ausprobieren. Oder dass man sich in der Schule für irgendjemand einsetzt, wenn irgendein Kind so klein und dick und doof ist. Weil es gibt immer so Kinder, dass man sagt, geh doch zu dem Kind hin, weißt du? Und so. So, jetzt mache ich mal hier, darf ich mal kurz dir das mal zeigen. Jetzt kocht das hier. Ja. Mal klein gemacht. Tust du Zucker rein? Gar nichts? Doch. Nee, doch, Zucker müsste reinkommen, natürlich, klar. Ein bisschen Zucker tue ich rein. Aber was das Entscheidende ist, pass mal auf. Ich nehme Pudding. Vanillepudding, ganz normalen Vanillepudding. Und der wird jetzt mit Wasser, so wie man das macht, wenn man Pudding macht. 4 Esslöffel Wasser? Ja, also ich mache es nach Schnauze. So, und den tue ich da rein. Das ist der Clou an der ganzen Sache. Ach. Ja. Das heißt, es ist keine rote Grütze mit Vanillesoße obendrauf? Nein, die kommt mit. Doch, die Vanillesoße kommt dann oben drauf. Da mache ich sogar was Feines, eine Crème Anglaise. Mm. Das ist eine besonders tolle Vanillesoße, die ich selbst gleich mache. Ich habe allerdings schon gestern eine gemacht. Die soll ein bisschen ziehen. Die soll ein bisschen, die stockt dann, wenn sie ein bisschen kalt wird und zieht, dann wird sie fester. Schau, jetzt habe ich das einfach aufgelöst. Und jetzt kommt das hier rein. Mm. Und das bindet. Ach so. Das muss jetzt aufkochen. Das muss ich noch mal sehen. Den Zucker, das probiere ich gleich. Wie viel Zucker ich noch reintun muss. Und das geht so wahnsinnig einfach. Ganze Vanillesoße kannst du natürlich kaufen, fertig.
Nee, aber das ist eine Binde. Ja, das ist jetzt das Bindemittel. Das kocht jetzt 2-3 Mal auf. Ich nehme es weg, lasse es kalt werden. Ich habe natürlich schon kalte auch gemacht. Lass es erstmal abkühlen, dann in den Kühlschrank und dann wird es ganz fest. Die muss ja so ein bisschen fest sein, die rote Grütze. So, oh, das sieht ja schon sehr lecker aus. Ich habe mir überlegt, in Kanada, ich war jetzt gerade in Kanada. Du bist Kanadier. Ich bin Kanadier. Aber du lebst lange in Deutschland. Ja, ich lebe seit knapp 30 Jahren hier. Aber ich gehe jetzt jeden Sommer mit meinen Jungs nach Kanada. Wir waren jetzt letzten Sommer 6 Wochen da am See in unserem Häuschen. Also wir mieten da ein Häuschen am See. Jedenfalls, es steht immer auf diesem Hamburger-Päckchen, steht immer all beef. Ah, also reines Rindfleisch, nur Rindfleisch. Und ich habe mir überlegt, was das ist. Und ich kam auf die Idee, da wir so eine große jüdische Bevölkerung in Kanada haben, dass die natürlich Schweinefleisch nicht essen dürfen. Und manchmal wird das reingemogelt, ne? Ja, aber an sich heißt der Metzger sagt, wenn ich mein Zeug verkaufen will, mache ich All Beef. Und es gibt auch diese All Beef Frankfurters. Richtig. Darf ich dir sagen, jetzt gebe ich nur ein bisschen Zucker da rein. Ja. Erstmal so 2,5 Löffel, dann probiere ich nachher. Ne? Und dann sehen wir vielleicht, brauche ich noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, sowas dürfte ich zu Hause nie machen. Weil der Griff jetzt über den. Du siehst immer ein Kind vorbeikommen und. Du musst immer so kochen. Ah, was man nicht, so alles lernt. Ja. Wie geht das weiter nach dem Mittagessen bei euch? Du musst doch auch drehen. Ja, ach Gott, das Drehen ist wirklich. Es ist relativ harmlos. Ich drehe vielleicht 10-12 Mal im Monat. Aber mal ist es von 7 Uhr in der Früh bis mittags. Und wer macht dann das Frühstück und das Mittagessen? Ja, meine Frau. Das macht dann die Martin. Genau, ganz genau. Aber normalerweise bist du für die Küche zuständig. Ich bin für die Küche. Sie kauft Wäsche und also kauft Kleider und Schuhe und macht die ganze Wäsche. Und ich kaufe ein und mache das ganze Kochen. Und die Schwiegermutter, sofern sie da ist, die kümmert sich um den ganzen Abwasch und so. Ist ja wunderbar. Ist toll. Und ums Beten, wie du mir schon mal erzählt hast. Tschechisch und die Kinder beten Tschechisch. So in welchen Sprachen sprecht ihr beim Frühstück, beim Mittag? Eine gemeinsame Sprache ist schon Englisch. Wenn Deutsche dazukommen, dann wechselt es meistens ins Deutsche. Meine Frau spricht nur Italienisch mit denen und Tschechisch reden die nur, wenn sie beten. Ja. Und in welcher Sprache wird geflucht? Deutsch ist, also bei mir, ich fluche oft auf Deutsch und meine Frau Italienisch. Aber Deutsch ist eine gute Italienisch Sprache. Italienisch ist sehr schön. Da denkst du immer wieder, was ist gerade passiert? Und es geht nur darum, dass irgendwas keine Kleinigkeit passiert. Ja. Also fluchen ist vielleicht auch zu viel, schimpfen. Ah. Manchmal auch fluchen. So, ich koche das so ein bisschen auf jetzt. Bei dir geht's auch schön weiter. Mhm. Mhm. Dazu kann man doch einen Schluck Roten trinken. Ne? Ich meine, wenn ihr mit den Kindern esst, werdet ihr wahrscheinlich keinen Alkohol trinken. Nein. Aber wenn ihr allein am Abend sitzt. Ja, gestern haben wir eine Sushi-Platte gehabt und eine Flasche Sekt. Das war wunderbar. Toll. Wunderbar. Gibt's auch noch ein gemeinsames Abendessen? Ja. Das ist aber, da meine Frau bei der Springmaus ist und sehr oft Aufführungen am Abend hat, also um 6:30 wird gegessen. Aber das ist nicht mehr das große Familientreffen. Nein, die Jungen sitzen alle da und ich koche meistens Pizza oder Pfannkuchen oder irgend sowas. Und es riecht immer zwischen Essen und dann kommt die Maji rein, sie hat sich parfümiert für die Aufführung und dann riecht es immer zwischen Essen und Parfum. Und die wissen immer, wenn sie reinkommt, dann sieht toll aus, dann wissen die Mama hat Aufführung heute. Und dann heißt es immer toi, toi, toi. Und dann geht's Sag mal, du bist ja in der Lindenstraße der neue Mann von Mutter Beimer, Erich Schiller. Ne? Schiller. Kocht der eigentlich auch? Der kocht auch, ne? Der kocht auch, ja. Ja, der ist ein großer Angler. Ah. Der macht also viel Lachs und Hummer und all solche Sachen. Und wenn er sich versöhnt hat mit der Helga wieder, dann gibt es Austern und Lachs und Hummer. Und magst du solche Sachen auch? Ja. Also für dich, glaube ich, bin soweit hier. Du bist soweit? Ja. Ja, toll. Die sehen auch lecker aus. Wie weißt du, dass die jetzt innen durch sind? Das Erfahrung. Das fühlt ein Mann. Das fühlt ein Kanadier. Ja. Macht ihr denn in Kanada auch schon mal Ferien? Jedes Jahr. Mit allen? Mit allen. So eine ganze Reihe. Wir nehmen das ganze Flugzeug. Nein, das stimmt. Aber ein bis zwei Reihen, ne? Ja. Und dort im Hotel?
wenig Hotel. Wir mieten ein Haus am See und ich habe ein Motorboot gekauft vor 2 Jahren. Ganz toll. Und da macht ihr wahrscheinlich Barbecue draußen. Ja, und Wasserski. Ach, herrlich. Es ist wichtig für mich, die Jungen sind Kanadier. Ja. Und es ist wichtig, dass die als Kanadier zum Teil jedenfalls aufwachsen. Sie sind kanadische Staatsbürger? Ja, ja. Und es ist wichtig, dass sie wissen, wie man mit einem Kanu umgeht, mit dem Segelboot und all solche Sachen. Wie stellen wir die warm? Wollen die hier rein? Ja, wunderbar. So. Also sie riechen sehr, gut, ne? Sehr lecker. Es kommt natürlich auch ein bisschen von dieser Kräuterbutter, die du reingetan hast. Ja, ja. Das aber ist raffiniert. Ja, ja komm, ne? Gieß mal ein bisschen drauf. Ja, toll. Ach, das warst du, Entschuldigung. Das war ich? Hammer. Wieder an, wieder an. Ja. Wunderbar. Siehst du, guck mal. Siehst du schon, wie dickflüssig das jetzt wird? Und es wird dann durch den Kälte. Dann wird's ganz, wirst du sehen. Halt, zwei holen wir. Ja. Ich will das jetzt probieren. Hör mal. Warte mal, ich bring mal 2 Teller. Es kocht jetzt kräftig, ey. Ja, das kann ich mal klein machen. Ganz klein. Ja, vor allem, dass es nicht anlegt, muss man so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, aber im Grunde ist es eigentlich, kann ich es ausmachen. So. 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 Kriegt jeder so einen Bann, ne? Genau. Kommt das da drauf? Jawohl. Und dann fängt das Kreative natürlich an. Aha. Jede Möglichkeit, also, wie man das belegen will. So, also, was haben wir hier? Ja, wunderbar. Also, ich fange an, ich nehme. Ja, aus meiner Zeit in Amerika kenne ich das. Ja, ich nehme Tomate, Salat, Zwiebel und dann kannst du machen, wie du willst. Und dann, ja, muss man das. Cheeseburger mit Käse, das Ganze rüber. Das mache ich mir auch. Also ich liebe ja Zwiebel, rohe Zwiebel. So. Tust du jetzt da irgendeinem? Ja, ich bin ein Ketchup- oder Chili-Mensch. Nee, ich bin ein Ketchup- oder Chili. Und was ist das Parmesan Ranch Dressing? Oh, nein, das ist für Salat. Das ist ein Salat. Das habe ich entdeckt im Sommer. Das ist furchtbar, weil es so gut ist. Das ist wirklich, das tust du auf Salat. Das ist der Erfinder, Cesar Cardini, Erfinder des Caesar-Salates. Aber es heißt Ranch Dressing und da, ich kriege meine Jungs sogar dazu. Da kann ich mir doch auch ein bisschen was drauf tun. Denn das ist doch wie ein Salat jetzt. Kannst du machen. Ich bin nicht so ein großer Ketchup-Fan. Aber jeder Salat schmeckt gut damit. Ja. So, und dann natürlich das Wichtige ist, dass man was hast du hier noch? Du hast hier noch so Sachen, was ist das? Ah, Relish. Ja, 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 stimmt. Ein bisschen Relish, habe ich vergessen. Ja. Das sind Süßgurken. Aha. Das schmeckt sehr gut dazu. Mhm. Willst du riechen? Mhm, ja. Und wichtig ist, weil sich das Ding so türmt, dass man dann ganz profan das mundgerecht runterschiebt. Mhm. Aber dazu bringe ich dir einen Schluck Roten, darf ich? Gut. Ein Shiraz aus Australien. Das ist ja enorm, was in diesen Ländern, Neuseeland, Australien, auch in Chile, in vielen, vielen Ländern, was da jetzt an leckerem Wein gemacht wird. Und der Shiraz ist eine Traube, die besonders in Australien, also das ist die Traube für Australien, und die gedeiht dort auch, die scheint dort auch den richtigen Boden zu finden. Mhm. Weißt du, Deutschland ist Riesling der richtige, und Bordeaux ist es, Cabernet Sauvignon und Sangiovese in der Toskana. Jeden Strich baut zwar viele an, aber es gibt immer so eine Traube, und das ist, glaube ich, in Neuseeland. Mhm. Not bad. Das ist schön. Not bad, mein lieber Mann. Mm, ne? Genau wie gemacht für Hamburger. Ja. So. Mm. Mm. Ja, das ist gut, ne? Aber du hast recht, man muss da allerhand reintun. Das wollte ich nicht hören. Doch. Weil das ist die Basis der Hamburger. Und dann durch diese verschiedenen Sachen. Das stimmt wirklich. Na. Wie gesagt, dann kann jeder sozusagen sagen, ich möchte meinen Hamburger so in diese Richtung. Das ist der Clou dran. Es gibt Puristen, die nehmen nur ein bisschen Senf, mehr nicht. Und was macht deine
Ja, ich will deine Sauce Anglaise hören. Was ist der Punkt bei Sauce Anglaise? Was macht es Anglaise? Also, räumst du mal ein bisschen weg? Ja. So. Also. Mal hier. Das fängt an, da muss man ziemlich genau die Abmessungen einhalten, sonst wird sie zum Beispiel zu dünnflüssig oder so. Mhm. 200 Milliliter Sahne. Und hier habe ich 200 Milliliter Milch, davon kommt die Hälfte rein. Und das wird jetzt zum Kochen gebracht. Mhm. Ich darf dir das geben, damit, falls hier was passiert. Genau. So, in diese Hälfte der 200 Milliliter kommt jetzt die 3 Eigelb. So. Das verquirle ich jetzt einfach so. Und das wird jetzt einfach drunter gehoben. Mhm. Eigentlich sehr einfach. Du kannst es dann. Also jetzt. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen, damit es anfängt. Mhm. Wenn du merkst, dass es nicht anfängt ist zu kochen, nicht so. Kommt das rein. Und dann rühre ich es, bis es etwas stockt, tue 2 Esslöffel Zucker dazu und mach dann schon langsam aus, aber rühre weiter, denn sonst gibt es Rührei. Weißt du, wenn du nicht immer rührst. Ja, dann stimmt, dann geht's drüber. Und dann abkühlen lassen. Kein Muskat, kein Zimt, kein Garn. Halt! Danke, danke, danke. Danke. Und was ist das Anglaise? Frische Vanille. Was ist das Anglaise? Weißt du, das ist so wie die Hamburger, was haben die mit Hamburg zu tun und was haben die Berliner mit Berlin zu tun? Mhm. Und was haben die, ich glaube noch nicht mal, dass die Frankfurter wirklich aus Frankfurt kommen. An die Wiener? Auch nicht. Aber warum hat man sie dann nicht? Die Pariser kommen auch nicht aus Paris. Gut. 1:0 für dich. Ja? Das kannst du sogar mit reintun. Anglaise ist wahrscheinlich, haben die Engländer das irgendwie zum ersten Mal gemacht. Am königlichen Hof oder so. Aber ich weiß, ich habe vor vielen Jahren versucht, einen Sauce Robert oder Robert Sauce zu machen. Was hat das mit Robert? Das ist so. Ja, wahrscheinlich hieß der Mann Robert. Jetzt langsam gucken. Ja. Muss es richtig kochen? Ja. Und Vanille nimmst du aber schon wieder raus. Dann raus, oder? Ja. Nur einfach nur, dass es mal auskocht, so ein bisschen. Ja. So. Wie viele Vanille hast du da reingetan? Ganz eine Stange. Die habe ich geteilt und ausgeschabt. Mhm. Gut. Mhm. Toll, ganz toll. Ne? Jetzt was mal nicht so, damit wir sehen, wann es kocht. Ja, ist voll da. Und jetzt rühren. Jetzt rühren. So. Ja, wunderbar. Guck mal, das ist schon fast geliert. Ja, ein bisschen. So. Schön, ja. Das wird jetzt, darf ich mal, ja, ein bisschen kochen. Sehr einfach. Und die meisten Rezepte sind mit Wasserbad und allem. Mhm. Brauchst du gar nicht. Man muss halt aufpassen, es muss noch mal ein bisschen köcheln. Aber es darf auch nicht zu sehr. Aber es muss schon noch so ein bisschen. Ja, siehst du? Ein bisschen höher. So, ja. Ja, dann wieder ein bisschen runter. Im Grunde ist es das schon. Mach schon aus. Und jetzt rühre ich es noch so ein bisschen. Und dann lasse ich es abkühlen und es erledigt. Dann zeige ich dir gleich, wie die aussieht. Schön, die ist schön geworden. Mhm. Man muss aufpassen, wenn die Eier zum Beispiel sehr klein sind, dann nehme ich 4 Eidotter. Also sonst wird's nicht fest. Mhm. Ne? Und man muss sich an die Angaben halten. So, okay, das ist es. Ja. Das ist es. Wunderbar. Das können wir schon zum Kühlen stellen. So, und jetzt gehe ich zum Kühlschrank. Guck mal, wie fest die geworden ist. Total. Ne? Wir probieren ein bisschen und den Rest, also. Ja, ist doch ganz toll. Toll. Sehr gut. Sehr gut. Schau, wie fest die ist. Das ist nur durch diese
Doch, das Vanille, ja, klar, Vanille. Nimmst du das eine? Vanillepudding, geliert, ja. So. So. Probieren wir und dann glaube ich, ist Zeit für. Hier. Ja. Bitte. Danke. Dann ist Zeit für die Jungs, glaube ich. Ne? Mhm. So. Sehr gut. Und das nimmt auch diese Milchpulver, nimmt ein bisschen diese Säuerlichkeit von den Beeren etwas weg. Ganz kleines bisschen weg. Kannst du natürlich mehr süßen, weniger süßen, wie du willst. Ja. Sag mal, was machen wir denn, dass die Jungs kommen? So, Boys, lunch is ready. Come on. Sit down over there. So. So. Ja. Heiß wahrscheinlich, ja. Nimmst du die Buns? Ja. So. So. Also. Jetzt kommen wir. Hallo. Hi. Also. Hi. Hallo. Erstmal brauchen wir, jeder braucht ein Brötchen, ein Bun. Bitte. Ja, nehmt euch das. Ja. Ja, mit der Hand. Ja, komm, Jeremy. Man nimmt ja eh in die Hand, ne? So, das teilen wir aus. One for you. Lenny. Jetzt macht ihr eure eigene Mischung, ne? Ja. Jeder anders. Ja. Luki, was nimmst du? Ketchup. Nur Ketchup? Ja. Ja, der Matthew ist, glaube ich. Matthew und Nikki, die sind die großen Künstler mit, ja? Mit großen Gebilden und. Jeremy, was nimmst du? Ja? Danke. Du? Danke. Du auch? Na? Jeremy, guten Appetit wünsche ich euch. Und anschließend gibt es noch rote Grütze mit Vanillesoße. Ah, toll. Toll. Na? Ja, toll. Okay. Okay, wunderbar. Dann tun wir wieder rein, falls Nachschlag gesucht wird. So, wollen wir noch einen Abschluss? Ich glaub, das, nee, das war noch nicht. Das war. Super, danke. Ganz schön. Und viel Glück weiterhin. Und Gruß an Martin. Vielen Dank, Martin.